Was ist Online-Piraterie? Online-Piraterie bezeichnet das illegale Kopieren von urheberrechtlich geschütztem Material aus dem Internet. Der Begriff wird sowohl von Gegnern als auch von Befürwortern der Online-Piraterie häufig verwendet. Gegner wie die Recording Industry Association of America, RIAA, versuchen mit diesem Begriff, Urheberrechtsverletzer mit Piraten auf hoher See gleichzusetzen, die Schiffe geplündert haben. Befürworter verwenden den Begriff, um sich an die Romantik des Piratenlebens zu erinnern, wobei unter anderem die individuelle Freiheit und Befreiung betont wird. Der Begriff der Piraterie hat in diesem Zusammenhang seinen Ursprung lange vor dem Aufkommen des Internets. Der Autor Daniel Defoe bezog sich auf Pyrenäen, die 1703 illegale Kopien seiner Bücher anfertigten. In diesem Zusammenhang gibt es drei Haupttypen von Piraterie: Musikpiraterie, Filmpiraterie und Softwarepiraterie. Obwohl andere existieren, sind sie weitaus seltener, da sie sich auf sehr spezialisierte Disziplinen beziehen. Obwohl die Zahlen nicht genau bekannt sind, beteiligen sich hunderte Millionen Menschen weltweit an Online-Piraterie. Die Auswirkungen der Online-Piraterie sind nicht gut bekannt, da jede Seite verschiedene Berichte vorlegt, die radikal unterschiedliche Vorstellungen begründen. Befürworter der Online-Piraterie sind der Ansicht, dass die finanziellen Auswirkungen der Piraterie vernachlässigbar sind und dass in einigen Fällen die Piraterie tatsächlich zum Verkauf eines Produkts beiträgt. Sie argumentieren, dass die überwiegende Mehrheit der Leute, die Musik, Videos und Software raubkopieren, keine Leute sind, die das Produkt überhaupt erst kaufen würden. Einige argumentieren auch, dass manche Leute Musik raubkopieren, um zu sehen, ob sie sie mögen, und sobald sie es tun, beginnen sie, tatsächliche CDs oder legale Kopien der Lieder zu kaufen oder Konzerte zu besuchen und auf diese Weise Geld in das System einzuzahlen. Sie weisen ferner darauf hin, dass der Großteil des Verkaufspreises nicht an den Künstler geht und dass den Künstlern, außer bei Top-Interpreten, von Fans geholfen werden kann, die ihre Musik raubkopieren und für sie spenden oder Konzerte besuchen, dass sie fast das ganze Geld sehen. Gegner der Online-Piraterie sind der Ansicht, dass dies eine ernsthafte Bedrohung für die künstlerische und kreative Entwicklung in der Welt darstellt. Sie sind der Meinung, dass Piraterie die Profite schmälert, die Menge an Geld, die ein Künstler oder Programmierer erwarten kann, verringert und daher den Anreiz für sie verringert, neue Arbeiten zu schaffen. Sie weisen ferner darauf hin, dass die meiste moderne Musik nicht nur von Künstlern produziert wird, die möglicherweise durch den Besuch von Konzerten oder Spenden entschädigt werden, sondern auch von einem großen Support-Team, einschließlich Ingenieuren, Verlegern und Designern, die das Medium möglicherweise nicht mehr unterstützen, wenn davon können sie nicht leben. Der Kampf gegen Online-Piraterie oder zumindest gegen elektronische Piraterie hat schon vor der Einführung des Internets stattgefunden. Frühe Softwarehersteller versuchten, neue Sicherheitsfunktionen zu entwickeln, um zu verhindern, dass Benutzer illegale Kopien ihrer Software erstellen. Viele zeitgenössische Musik- und Videodateien sind durch DRM-Pakete, Digital Rights-Management, geschützt, mit denen versucht wird, die Anzahl der Computer zu begrenzen, auf denen eine Mediendatei verwendet werden kann. Die Gegner weisen jedoch darauf hin, dass DRM für legitime Käufer der Medien häufig die Medien lähmt und dass Hacker DRM leicht ausziehen können, wenn sie es wirklich raubkopieren wollen. Weder die Piraterie noch der Kampf dagegen scheinen bald zu verschwinden. Sicherheitsmaßnahmen werden weiterentwickelt, ebenso wie die Techniken, mit denen sie aufgebrochen und urheberrechtlich geschütztes Material frei verbreitet werden. In vielen Fällen hat die Implementierung von DRM und anderen Sicherheitsmaßnahmen zu einer Gegenreaktion für die Verbraucher geführt. Einige Gruppen boykottieren Produkte, die DRM implementieren. In Europa haben Maßnahmen gegen Online-Piraterie politische Gegenreaktionen ausgelöst, und eine national anerkannte Piratenpartei hat Sitze im Parlament gewonnen. Der internationale Charakter der Piraterie und die Tatsache, dass verschiedene Länder sehr unterschiedliche Gesetze haben, ist ein weiterer Faktor, der das Thema insgesamt kompliziert.